Hey Leute, was geht? Mein Name ist Niula und ich begrüße euch herzlich zurück zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft, in der wir hier im Dorf gestrandet sind auf unserer Durchreise. Naja, was heißt Durchreise? Eher auf unserer Entdeckungsreise, um endlich einen Platz zu finden, an dem wir uns niederlassen, denn mein Inventar ist komplett voll, mein Rucksack auch. Ich muss mich langsam niederlassen. Ich muss langsam was finden, um mich niederzulassen. Und wenn ich hier so auf die Map gucke, dann ist es auf jeden Fall sehr interessant, dass wir erstmal hier bei dem Dorf gar keine Markierung gesetzt haben, obwohl ich da die ganze Zeit war. Dann nennen wir das mal Dorf am Ufer. Da können wir hier so dunkelgrün machen. Da war ich so lange in einem Dorf und was ist das denn hier? Und da ist auch nochmal so ein Ding. Und da in den beiden waren wir nicht. Da muss ich irgendwann nochmal hin. An den Schiffen waren wir auch nicht. Und hier oben an dem Dorf, da waren wir noch nicht. Da muss ich auch irgendwann nochmal hin. Naja, auf jeden Fall komisch, dass ich das nicht markiert habe, wo ich so lange da war. Was ist das? Ich würde mal sagen, wir gehen mal hier so hin. Mal den erstmal löschen. In die Richtung gehen wir sowieso erstmal weiter. Und schau mal, was uns hier nach dieser Blumenwiese erwartet. Ja, so sieht's aus. Ein paar Schweine, eine wunderschöne Blumenwiese, wovon ich eigentlich erstmal einen Screenshot machen kann. Wirklich herrlich. Ich gehe mal noch ein Stück hier mit den Kürbissen. Ich würde gerne so ein bisschen erhöht stehen. Halt mal. Ah, weg mit den Blumen fürs Foto. So irgendwie. Kann man mal machen. Mal gucken, ob ich das am Ende benutze. Vielleicht finden wir noch was Cooleres. Da tauchen jetzt so Berge auf. Das sieht eigentlich schon noch besser aus. Wenn ich den Screenshot dann so von hier mache mit der Blumenwiese und den Bergen im Hintergrund. Oder? Ja, das hat irgendwie schon mehr Stil. So. Okay. Nase juckt. Ja, wir gehen mal in die Richtung weiter. Was sehe ich denn da auf uns zukommen? Eieiei. Aber es ist immer noch nicht so die Region, die ich mir so vorstelle, um mir da irgendwie ein Zuhause zu bauen. Also hier wird es jetzt wieder sehr bergig, so zerklüftet auch. Huch. Das ist ja jetzt nicht wirklich schön, das sieht spektakulär aus, aber das war's dann auch. Wirklich schön ist das ja nicht. Kann trotzdem mal einen Screenshot davon machen. Ich brauche mal einen neuen Screenshot für den Titelbildschirm, der neuen Staffel gewidmet ist, unserer neuen Welt. Hier gibt es Bienchen. Wie kann ich mich daran eigentlich bedienen? Am besten gar nicht, weil ich habe eh keinen Platz im Inventar. So, meine Markierung ist hinter dem Baum. Dann gucken wir mal. Okay, da kommt Wasser. Oh, da kommt sehr viel Wasser. Okay, da drüben kommt aber wieder das Land in Sicht. Land in Sicht. Okay, cool. Gucken wir mal, wie es hier aussieht. Also. Erstmal hier dieses Loch, das geht natürlich gar nicht. Das heißt, ich muss nochmal zurück. Och, dass das Wasser mal kurz nicht zu sehen ist. Guck mal da. Was ist das denn? Dass das Wasser natürlich kurz nicht zu sehen ist, ist immer so ein bisschen blöd. Aber dieses Loch, da kann ich nicht auf der Map lassen, das müssen wir wegmachen. Da werde ich ja wahnsinnig. Das heißt, wir müssen einmal kurz in den finsteren Wald hier gehen. Der aber auch schön ist. Da rennen wir kurz einmal durch. Was ist das denn hier? Ach, ich kann ja nichts mitnehmen, verflucht. Ja, okay, erstmal kurz nach da, dass dieser eine schwarze Punkt weggeht. So. Ja, und dann hier in die Richtung. Ja, da muss ich sagen, da bin ich so ein kleiner Wicht, aber ich muss die Map freischalten. Das macht mir richtig Spaß. Die Map so frei zu spielen. Das ist auch cool, dass man die Map so freischaltet und nicht direkt alles sehen kann. Das finde ich ganz cool. Gibt einem noch mehr dieses Verlangen zu erkunden. So. Oh, hier sieht es schon auch sehr cool aus. Hier sieht es schon auch sehr cool aus.
So, reicht das? Ne, ein Stück muss ich noch. Sind das die neuen Bäume eigentlich? Ne, dann würden die sich bewegen. Das sind irgendwelche Mod-Sachen. Sieht aber sehr cool aus. Okay. Das passt. Da in einem Dorf waren wir. Dann könnte man natürlich sagen, man geht jetzt hier so eine Runde hier hin, um diese Ecke noch freizuschalten. Das heißt, ich würde einfach mal da den Waypoint setzen und den wegmachen und dann wieder in die Richtung gehen. Weil das vielleicht jetzt einfach noch mein Ziel für diese Folge, da anzukommen. Um mal zu gucken, was wir auf dem Weg finden. Und da muss ich immer langsam Schluss machen, denn wir haben jetzt 2.28 Uhr und ich muss um 9 Uhr aufstehen, denn wir fliegen in Urlaub. Ich muss ja die Videos noch rendern, schneiden und hochladen und die Thumbnails machen. Ach, es wird eine kurze Nacht. Ich freue mich. Ich freue mich. Naja, kriegen wir schon irgendwie hin. Alles, damit ihr weiter Minecraft gucken könnt für die 5 Tage, die ich weg bin. Kann natürlich sein, dass die Folgen nicht ganz reichen, bis ich wieder zum Aufnehmen komme. Aber ey, mehr kann ich jetzt auch nicht mehr tun. Ist halt einfach mies, dass so lange Minecraft nicht lief und ich nicht aufnehmen konnte. Ich hatte mich abends hingesetzt, wollte alles aufnehmen, hatte ich vorbereitet quasi, um aufzunehmen, damit ich für die Tage, die ich weg bin, genug Material habe. Ja, und dann hat sich das Spiel einfach dazu entschieden, nicht mehr zu funktionieren. Und ich habe 4 Tage gebraucht, um das zu fixen. Ja, zum Glück habe ich es überhaupt noch gefixt bekommen. Ich hatte die Hoffnung ja schon aufgegeben, um ehrlich zu sein. Oh mein Gott, wisst ihr, was mir gerade einfällt? Ich habe meinen Hund in einem Dorf vergessen. Ich habe meinen Hund einfach in einem Dorf vergessen. Rest in peace, Doggo. Ihr habt es bestimmt in die Kommentare geschrieben. Wir müssen eh übers Wasser. Gehe ich mal hier so einen kleinen Bogen. Warte mal, das ist aber kein Schiff. Nee, das ist... Da waren wir schon. Das ist nur ein kleiner Steg. Ja, den Hund holen wir uns, indem wir irgendwann mal kurz in das Dorf gehen und dem sagen, er soll mitkommen. Ist jetzt nicht so dramatisch eigentlich. Aua! Wie hab ich es denn jetzt geschafft, auf diesem auf diesem Erdblock zu landen? 900 Meter noch, okay. Ja, für ein Boot, das lohnt sich jetzt eigentlich nicht. So viel müssen wir nicht schwimmen. Dann machen wir mal einen kleinen Tauchgang. Oh, machen keinen kleinen Tauchgang. Upsala. Jetzt können wir einen kleinen Tauchgang machen. Ich dachte gerade was mit der Musik, aber da ist sie. Oh je, meine, ich schaffe den Sprung. Oh mein Gott, dafür mal ein Like in die Kommentare, bitte. Ein Like in die Kommentare, ein Like aufs Video mache ich natürlich. Und einen Kommentar noch dazu. Das war ja wohl der Jump'n'Run-Skill des Jahrhunderts, dass ich den Sprung geschafft habe. So, hier sieht es doch ganz schön aus und vielversprechend. Ich muss immer mal zwischendurch ein bisschen auf die Map gucken, dass ich so ein bisschen nach da gehe, dass ich nicht wieder das Problem habe, dass da gleich so ein schwarzes Loch entsteht und ich dann da am Ende nochmal hin muss. Ja, deswegen laufe ich da mal lang. Dann einen kleinen Umweg. Oh, eine Fuchsfang. Oh, die waren so süß am Schlafen. Oh, wie putzig. Ja, ich wollte euch gar nichts tun. Schlaft einfach. Wer bist denn du? Schlaft einfach weiter. So. Den Rest mache ich dann anders. Igelchens. Oh, endlich mal Tiere. Schön. Und neue Hundis. So, aber wir gehen jetzt noch diese 600 Meter weiter, das ist mein Goal jetzt. Oh, hier haben wir sogar einen kleinen Sumpf. Nice, hier könnte man Slimes farmen später. Mhm. Good to know. Dann schauen wir mal. Ja gut, diese Ecke, die schalten wir dann mal anders frei. Wir gehen jetzt erstmal straight up nach da unten. Das Biom hier sieht eigentlich ganz interessant aus, finde ich. Aber dann kommt Schnee. Boah, schön aber. Boah, schön aber. Das sieht wirklich schön aus. Muss man ja mal festhalten. Ich mache schon wieder so viele Screenshots, dann weiß ich, kann ich mich am Ende wieder nicht entscheiden, was ich für die Thumbnails benutze. Immer das gleiche, immer der gleiche Struggle. So, dann einmal hier oben lang.
einmal hier lang. Na, also. So. Gar kein Problem. Und dann noch 400 Meter in die Richtung. Aber immer noch so ein bisschen. Entschuldigung, immer noch so ein bisschen Sumpf. Na, ist jetzt nicht wahr. Gott sei Dank kann ich einfach rausschwimmen. So stirbt man. Was ist das denn? Ich laufe da nicht lang, weil ich habe keine Lederschuhe mehr an. Ist mir zu gefährlich. Aber das müssen wir uns ja gleich mal genauer angucken. Ist auch schon wieder ein geiler Screenshot. Boah, das sieht Hammer aus. Das ist Hammer. Boah, Alter, also Leute, das ist mit Abstand das Krasseste, was wir bis jetzt gesehen haben. Das sieht ja so geil aus. Ich versuche das aus einem geilen Winkel drauf zu kriegen, aber es ist schwierig. Boah, jetzt ist ja gerade die Sonne verschwunden, schade. Ah ne, guck mal, so kriege ich sie noch drauf. Also wenn das kein geiler Screenshot ist, dann weiß ich es auch nicht. Ah, und es wird dunkel, das heißt, die Nacht bricht bald an. Und wir brauchen was zum Pennen. Sieht's hier nach dem Dorf aus? Nee, ne? Nicht wirklich. Vielleicht da. Also auf jeden Fall nicht so krass viele Dörfer wie in unserer letzten Staffel. Da war ja an jeder Ecke eins. Das ist hier nicht der Fall. Gehen wir noch genau in diese Richtung weiter. Dann schauen wir mal, ob auf der Map noch eins auftaucht. Dann kann man da noch schnell hinhuschen. Ansonsten müssen wir uns selber was zum Schlafen suchen. Boah, sieht auch geil aus. Ich sag's euch, ich mache schon wieder so viele Screenshots und kann mich da nicht entscheiden, welches ich benutzen soll. Na komm. Ah, war ja klar, dass das nicht genau hinhaut. Und wir gehen dem Sonnenuntergang entgegen. Das ist schon wieder ein Screenshot einfach, Leute. Guckt euch das an. Das ist schon wieder ein Screenshot. Fragt mir, was ihr wollt. So, und hier wird es dann natürlich wieder steinig und nicht mehr so schön. Da, wo wir hingehen, ist ja wieder klar. Ich habe den Smaragd vorhin vergessen. Ich opfer. Ist es ein Diamant? Nein, ist es Smaragd, ne? Ich werde davon immer gebaitet. Diamanten können wahrscheinlich auf der Höhe gar nicht entstehen. Also spawnen, was er sagt. So. Da baue ich mich einmal hin. Den nehmen wir natürlich mit. Hier habe ich eben den Smaragd einfach vergessen. Komm, wo ist er denn jetzt? Da ist er. So. Dann diesmal wirklich den Rucksack. Dann den wieder mitnehmen und dann hier einmal durch. Ja, die guten alten Smaragde. Die hat man früher nicht so hinterhergeschmissen bekommen wie heutzutage in Minecraft. Musste man noch was tun. Nach dem Wegpunkt Star hoch. Was mache ich denn hier? Ein paar Screenshots. Ne, ich lasse es jetzt ein. Ah, wir sind genau hier am Wegpunkt. Okay, hier sieht es aber erstmal nicht nach Dorf aus. Und dann würde ich jetzt einfach mal Folgendes machen. Ich würde sagen, eigentlich müssen wir hier nochmal hin. Denn hier haben wir den Hund vergessen. Und hier würde ich dann jetzt auch einfach kurz einen Break machen. Und in der nächsten Folge dann wieder zurück dahin. Aber vorher einmal hier den Hund antippen, der hoffentlich noch da ist. Den hatte ich auf der Wiese. Wo sitzt? Da sitzt er. Ja, perfekt. Doggo lebt noch. Das ist die Hauptsache. So, und dann würde ich einfach sagen, machen wir hier an der Stelle jetzt mit Sonnenuntergang im Hintergrund Schluss. Ich würde sagen, wenn es... Ne, ich muss gesneakt bleiben. Wenn es euch gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Klickt jetzt gerne unter mir, um zur letzten Folge Minecraft zu kommen, falls ihr die noch nicht gesehen habt. Oder klickt oben links in die Ecke, um zur letzten Folge Requisiten zu kommen. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.